Diese Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst einen kurzen Überblick nochmal geben werde über die Entwicklungsphasen der Softwareentwicklung. Dann gehen wir auf die einzelnen Phasen ein, vom Problem über die Analyse, den Entwurf, die Implementierung hin zum Test. Nebenher fällt die Dokumentation an. Und ich schließe dann mit einer kurzen Zusammenfassung.